Liebe ArcheAge-Freunde, willkommen zurück zur nächsten Aufnahmesession. Ja, und diesmal habe ich auch ein bisschen bessere Nachrichten, denn der Patch ist endlich draußen. Und soweit wie ich das beurteilen kann, hat das auch einigermaßen gut geklappt. Also es gab nicht ganz so viele Probleme wie auf den USA-Servern. Ja, es läuft auch alles soweit stabil. Es gab auch keine Crashs, zumindest hatte ich keine Crashs gehabt. Und das Gute ist, oder die gute Nachricht ist, mit unserer Gilde haben wir mit einer Burg erobert. Das heißt, wir haben ein Bündnis mit anderen Gilden gehabt und haben uns daraufhin dann eine Burg gesichert und werden dann jetzt, ich glaube, morgen übermorgen, haben wir dann ein Meeting mit den anderen Gilden und dann werden wir dann entsprechend auch, ja, dann besprechen, wie wir die Materialien zusammenbekommen und so weiter. Und es geht ja dann auch darum, diese Burg entsprechend zu verteidigen. Und mal schauen, wenn die Burg steht, vielleicht zeige ich sie euch auch dann mal entsprechend. Muss ich schauen, ob ich da ein bisschen was aufnehmen darf und so weiter. Aber zumindest für uns hat es sich gelohnt. Wir haben mit einer Burg auf dem Server und ja, also nicht auf dem, wo wir hier spielen, sondern auf dem anderen Server. Und das ist doch, denke ich mal, schon für viele Arcade-Spieler so ein, ja, doch ein kleiner Traum. Denn wer kann schon sagen, dass man hier mit einer Burg hält? Ja, ansonsten wurde ich auch noch mal darum gebeten, auf ein Thema speziell einzugehen. Und zwar geht es um das Thema Free-to-Play und Apexer. Und auch dazu werde ich noch ein bisschen was erzählen. Und da würde ich auch gleich mal sagen, wir porten uns mal schnell zurück. So, und dann gucken wir uns mal ganz aktuell die Preise für Apexer an. Ladebildschirm ist irgendwie gefühlt ein bisschen länger geworden seit dem Patch. Zumindest kommt mir das wirklich so vor. So, und dann schauen wir doch gleich mal ins Auktionshaus. Ja. So, dann gucken wir mal. Ein Apex derzeit. Circa 170 Gold. Was inzwischen extrem teuer geworden ist. Liegt auch daran, dass inzwischen sehr, sehr viel Gold im Umlauf ist. Und wir können ja mal zum Vergleich, wenn wir schon mal da sind, gehen wir noch mal ganz kurz zurück und schauen mal nach Arbeiterlohn. Kostet derzeit auch so um die 20 bei uns auf dem anderen Server, auch so derzeit in etwa um die 20 bis 23 Gold. Wobei das im Verhältnis zu einem Apex natürlich noch recht günstig ist, wenn wir hier schon mal sind. Mal gucken, ob wir noch die Bäume da haben. Ja, und auf das Thema wurde ich auch gebeten, nochmal drauf einzugehen, ein bisschen was zu erzählen, wie jetzt so die Chancen sind, von Free-to-Play ins Pay-to-Play reinzukommen, beziehungsweise wie da die Kluft dazwischen ist. Und ja, da gibt es auch noch ein bisschen was zu sagen. Und wir werden natürlich noch so ein bisschen weiter questen auch, ein bisschen vorankommen. Sind jetzt immerhin doch schon Level 20. Und stehen eigentlich quasi kurz vor der 21. Um auch da mal wieder ein bisschen voranzukommen. Die letzten zwei, drei Folgen waren ja mehr so ein, ja, was Trion für eine Politik fährt. Dazu haben wir jetzt genug gesagt. Ich glaube, da brauchen wir nichts mehr drüber sprechen. Wir holzen immer schnell unsere Bäume ab. Und dann fangen wir doch mal an mit dem Thema Apexe, beziehungsweise Free-to-Play, Pay-to-Play und so weiter und so fort. Wie das denn jetzt ist, gerade für die, die jetzt frisch einsteigen, was haben die denn dann für reelle Chancen da überhaupt noch, ja, sagen wir mal, in den Stammspielerbonus zu bekommen oder zu kommen. Dann muss ich sagen, ich habe mir auch so ein bisschen die Preise angeschaut bei uns auf dem Server. Und derzeit gibt es halt wirklich nur diese zwei Möglichkeiten, dass man entweder sich für einen Monat einen Stammspieler kauft. Das ist in der Tat, und da muss ich dann auch Heliopolis heißt der gute Kerl. Ich hoffe, ich tue das richtig aussprechen. Muss ich ihm da recht geben, dass es der einfachere Weg inzwischen ist und fast auch der einzig, ich würde sagen, der einzig mögliche, aber
der stressfreie Weg, sich für einmal Stammspieler zu kaufen. Das heißt, ihr könnt dann für 13,99, glaube ich, ein Monats Abo kaufen und könnt dann oder müsst dann in diesem Monat versuchen, euch so eine kleine Wirtschaftskreislauf aufzubauen, ja. Ist eine Möglichkeit. Was ihr dazu natürlich dann braucht, ist, dass irgendwo Land verfügbar ist. Das heißt, wenn ihr den Stammspielerbonus habt, habt ihr natürlich eine bessere Arbeitspunkte-Regeneration, hat man schon mal drüber gesprochen gehabt in einer der ersten Folgen. Habt ihr dann 10 Arbeitspunkte alle 5 Minuten, wenn ihr online seid, und 5 Arbeitspunkte alle 5 Minuten, wenn ihr offline seid. Als normaler Free-to-Play habt ihr nur diese 5 Arbeitspunkte alle 5 Minuten, wenn ihr online seid, und sonst gar nichts. Ist da natürlich schon mal ein großer Vorteil. Habt ihr allerdings noch das Problem, wenn ihr keine eigenen Felder habt, bringt euch das nicht ganz so viel. Das heißt, ihr bräuchtet dann wirklich noch entweder eine Familie in eurer Gilde, wo ihr mit drauf bewirtschaften dürft, oder ihr bräuchtet irgendwo Platz. Ihr könnt das natürlich auch in öffentlichen Farmen anbauen und so weiter. Aber ja, muss man sich halt überlegen, ob sich das da wirklich lohnt. Aber weil wir gerade bei öffentlichen Farmen sind, hier sind wir gerade bei einer. Können wir gleich mal schauen. Infobrennt der öffentlichen Farm. Und da könntet ihr dann hier entsprechend die Sachen anbauen, die hier draufstehen. Kartoffeln, klar, Gurken, Karotten, Zwiebeln, Gerste, Reispflanzen und auch Küken. Ja, ist eine Notlösung, will ich mal so sagen. Aber natürlich nicht das Wahre. Das heißt, ihr bräuchtet schon irgendwo für euch Platz. Wenn ihr das dann habt, wenn ihr für euch Platz habt und auch den Stammspieler gekauft habt, dann habt ihr es natürlich dann relativ einfach. Dann könnt ihr euch für die zukünftigen, sagen wir mal, Monate, könnt ihr euch das dann zusammen kaufen, monatlich mit dem Apexen. Das heißt, ein Apex, ja, je nach Lage, 160 Gold, mal 140 Gold, das ist immer so ein bisschen uhrzeitabhängig. Bei uns auf dem Server waren sie bis zuletzt bei ca. 130 Gold, also variiert ein bisschen. So, Moment, ich hatte gerade bloß hier ein bisschen Leck. Also das ist dann natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, für einen Monat Stammspieler zu kaufen. Die zweite Möglichkeit für euch ist, ihr kauft euch nicht direkt einen Monat Stammspieler, sondern wenn ihr dann noch ein kleines bisschen mehr hättet und während wir jetzt hier auf Level 21 aufgestiegen sind und die Möglichkeit hättet, zum Beispiel 20 Euro zu investieren, könnt ihr euch direkt, ich glaube, 4.300 Credits kaufen auf der Homepage für 20 Euro. Da kriegt ihr dann auch euren Stammspieler dann bezahlt. Der kostet ja, glaube ich, 2.350 Credits, wenn ich das richtig weiß. Könnt davon dann euren Stammspielerbonus kaufen und hättet dann dazu noch, ja, wie soll man sagen, ein paar Credits über für Arbeitertränke. Kostet ja 300 Credits ein Arbeitertrank. Das heißt, ihr könntet dann für ca. 2000 Credits noch Arbeitertränke kaufen. Das wären 6 Arbeitertränke. Wenn wir hier nochmal Steuern bezahlen müssen, okay. Wären dann nochmal 6 Arbeitertränke, die ihr euch dazu holen könntet. Ja. Wäre dann eine bisschen bessere Sache, wären dann 6000 Punkte mehr an Turbo. Machen wir mal, reicht jetzt. Machen wir mal lieber noch rein. Das würde ich euch sogar empfehlen, dass ihr sagt, okay, ich kaufe für 20 Euro 4.300 Credits ungefähr, bezahle davon meinen Monat Stammspieler, hab dann noch ein bisschen was übrig und tu dafür dann entweder nochmal Arbeitertränke kaufen oder ihr kauft euch dann die Lizenz, die ihr ja auch braucht. Ihr könnt euch Taschenerweiterung kaufen. Also ihr könnt euch zumindest so ein bisschen mal einrichten, sagen wir mal so. Ist die zweite Möglichkeit. Die dritte Möglichkeit ist, was ihr versuchen könnt. Da gehen wir nochmal ganz kurz zum Auktionshaus. Ihr könnt versuchen, euch Steine abzubauen.
Also was heißt Steine? Hier geht es immer Erze farmen. Denn Steine sind derzeit noch recht beliebt. Das sind Rohsteine. So, und da gucken wir mal. Seht ihr, 351 Rohstein, ja, so 25 Gold. 500 Rohstein, 34 Gold. Das sind noch relativ gute Preise, sagen wir mal so. Ihr bekommt, kommt ein bisschen auf euren Skill drauf an, auf Glück, für, sagen wir mal, 1000 Arbeiterpunkte schon so in etwa 300 Rohstein, kann man schon so sagen. 353 Rohstein raus. Das heißt, pro 1000 Arbeitspunkte circa 24 Gold. Das könnt ihr dann mal hochrechnen, wenn ihr offline seid. Ihr seid, sagen wir mal, 12 Stunden offline. Dann haben wir 12 Stunden. Ihr bekommt hier, ich kann es euch mal den Buff nochmal zeigen. So, ihr bekommt alle 5 Minuten 5 Arbeiterpunkte. Das heißt, das sind dann die Stunde 60 Arbeitspunkte, die ihr bekommt, wenn ihr nicht online seid. Das heißt, das sind die Stunde 60 mal 12 Stunden. Das sind 720 Arbeitspunkte, die ihr bekommt, wenn ihr nicht online seid. Ja, je nachdem, wie oft ihr dann halt spielt oder wie oft ihr online seid, habt ihr so 720 Punkte. Plus dann, wenn ihr noch online ein bisschen spielt, habt ihr eine schnellere Regeneration. Bekommt ihr am Tag so circa 1000 Arbeiterpunkte. Ja, kann man so zum Schnitt 1000 Arbeitspunkte bekommt ihr, plus minus. Und da könnt ihr dann pro Tag, ich meine, ihr braucht natürlich auch Arbeiterpunkte für die anderen Sachen, die ihr macht, aber pro Tag könnt ihr dafür 1000 Arbeitspunkte investieren. Also bekommt ihr circa 300 Stein, könntet ihr pro Tag so circa 25 Gold Gewinn machen. So mal eine Milchmädchenrechnung. Und dann werdet ihr auch nach 10 Tagen etwa, hättet ihr 250 Gold, so in etwa. Und dann, ja, kommt drauf an, wie teuer dann eben die Apexe sind. Wenn ihr Glück habt und ihr spielt auf dem Server, wie bei uns mal derzeit noch ist, und da kostet ein Apex so 130 Gold, dann hättet ihr nach 10 Tagen Steine klopfen, zwei Apexe drin. Das ist die andere Möglichkeit, die ihr machen könnt. Müsstet ihr allerdings wirklich bloß stur eure 1000 Arbeitspunkte klopfen gehen. Braucht ihr so circa eine Stunde dafür maximal. Ja, und dann seid ihr auch da recht gut dabei. Und könnt dann die anderen 20 Tage beginnen, euch hier noch ein bisschen was aufzubauen, mit Handelspaketen Gold zu verdienen. Und könnt dann so immer und immer wieder, ja, sagen wir mal, halt euer Gold verdienen, mehr oder weniger. Das ist halt die andere Möglichkeit, die es gibt. Das würde ich jetzt nicht unbedingt machen, weil es einfach langweilig ist. Aber okay, ist halt so. Die dritte Möglichkeit, die ihr habt, die ich nicht getestet habe, habe es mir allerdings sagen lassen, dass da sehr, sehr viele machen, ist, dass ihr euch einen Charakter auf einen amerikanischen Server erstellt. Das geht auch. Ihr teilt euch mit dem Charakter die Arbeitspunkte nicht. Ja, also das heißt, Arbeitspunkte ist bloß EU weit und USA weit. Allerdings teilt ihr euch die Credits. Das heißt, je nachdem, was ihr habt, ich habe jetzt noch 2000 Credits, würde ich mir jetzt einen Charakter auf dem amerikanischen Server machen, dann hätte ich mit dem auch die 2000 Credits, hätte allerdings einen anderen Pool von der Arbeitskraft. Und ich habe mir sagen lassen, dass derzeit noch die Preise für Apexe in den USA günstiger sind. Die sind wohl immer so um die 120 Gold etwa. 125 Gold. So, und da könnt ihr natürlich dann sagen, okay, ich mache mir einen Charakter auf dem amerikanischen Server. Lass dort immer meine Arbeitspunkte regenerieren. Das heißt, wenn ihr jetzt wirklich 24 Stunden dort nicht eingeloggt seid, könnt ihr nochmal ausrechnen, das sind die Stunde 60 Arbeitspunkte Regeneration. Das sind 1200 Punkte und noch 4 Stunden sind 1000. Knapp 1500 Arbeitspunkte bekommt ihr pro Tag, wenn ihr nicht eingeloggt seid. Also für 24 Stunden. Na, und dann, wenn ihr dann sagt, okay, circa 1500 Arbeitspunkte hochgerechnet, seid ihr 2-3 Tage nicht da, habt ihr dann wieder fast vollen Arbeiterpool auf dem amerikanischen Server, könnt dort dann nach 3 Tagen 3 Stunden Steine klopfen gehen,
für 2-3 Stunden verbraucht euren ganzen Arbeitspool, der auf dem EU-Server keinen Einfluss hat. Macht dann dort euer Gold sozusagen, verkauft es dort im Auktionshaus und tut auf dem europäischen halt spielen, wie ihr wollt, da hier der Arbeitspool, der Arbeitspunktepool eben anders ist wie auf dem USA. Ja. Und dann könnt ihr da entsprechend auf dem amerikanischen Server euer Gold verdienen, kauft dann dort die Apexe, löst dann die Apexe eben dort ein. Die Credits gelten ja sowohl für USA als auch für Europa und könnt dann eben euren Stammspieler dort kaufen. Ist auch eine Möglichkeit. Ja, was habt ihr sonst für Möglichkeiten? Das ist jetzt das, was ihr machen könntet, wenn ihr euch einen Monat kauft und dann loslegt. Wenn ihr, so wie doch jetzt noch einige dazugekommen sind, Free-to-Play seid und das direkt schaffen wollt von Free-to-Play in den Pay-to-Play ohne Euro zu bezahlen, bin ich ja eigentlich auch ein Freund davon. Ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, da Geld reinzustecken, ja, ist halt immer so eine Sache. Ich meine, mal 20 Euro würde ich sagen einmalig okay. Ich versuche das jetzt gerade mal so ein bisschen gut zu verpacken. Wäre mal okay. 20 Euro sind auch für einige doch auch schon recht viel. Und für mich auch. Also mal schnell 20 Euro ausgeben. Muss auch nicht unbedingt sein. Und so, Moment, ich suche gerade meine Bäume jetzt. Eschen, 5 Tage. Die kriegen wir nicht drauf, okay. So, allerdings mal 20 Euro für ein Spiel auszugeben, wenn ihr es euch leisten könnt und es macht euch Spaß und ihr wollt länger spielen, okay. Wenn ihr aber jetzt sagt, okay, ich möchte dafür nichts ausgeben, sondern ich möchte wirklich aus eigener Kraft das schaffen, müsst ihr dann schauen, dass ihr in eine große Gilde zum Beispiel unterkommt. Also kann ich euch auch aus Erfahrung sagen, bei uns in der Gilde gibt es auch Familien, die unterstützen sich da recht gut. Und wenn ihr in eine Gilde aufgenommen werdet, die auch euch unterstützt, die kommt auch in eine Familie rein, dann habt ihr auch Zugang zu deren Felder. Also das ist natürlich von Familie zu Familie unterschiedlich. Aber bei uns ist es so, dass wir in unserer Gilde einige Familien haben. Diese Familien haben teilweise wirklich enorm viele Felder. Keine Ahnung, so 8, 9 große Felder und dazu noch die kleinen Farmen nochmal zum Teil sogar auch Bauernhäuser. Also haben da wirklich sich ein kleines Grundstück abgeklebt, direkt nebeneinander und haben entsprechend da auch relativ viel Platz. Und wenn ihr Glück habt und ihr kommt in so eine Gilde rein und ihr werdet dort unterstützt, ist es natürlich auch recht einfach. Dann könnt ihr deren Felder benutzen, könnt anbauen, teilweise wird dann auch das andere für euch pflücken. Ne, wenn ihr gerade nicht da seid, wird den Familien auch gemacht, dass man sagt, okay, Mensch, ich bin jetzt dann die nächsten Stunden nicht da, übernimm du das mal bitte und so weiter. Und dann klappt das auch ganz gut. Und wenn ihr eben das Glück habt, da drinnen zu sein, dann habt ihr es wirklich sehr, sehr einfach. Ne? Dann nutzt ihr die Felder, ihr baut euer Zeug an, schnürt eure Pakete und teilweise werden auch die Pakete für euch geschnürt. Und ja, und je nachdem, was ihr dann an Profit macht, bekommt ihr auch Unterstützung durch Arbeitertränke. Das heißt, wenn ihr dann so einen Arbeiterlohn kauft für 20 Gold, bekommt ihr 1000 Arbeiterlohn. Ihr braucht derzeit pro Paket, ich glaube, 60 zum Schnüren und auch 60 zum Abgeben. Das sind ca. 120 Punkte pro Paket. Ja, da kommt ihr auf zu ca. 8 Pakete, die ihr für 1000 Arbeiterlohn abgeben könnt. Und je nachdem, wo halt die Reise hingeht, 8 Pakete, können das mal 4 bis 6 Gold sein pro Paket. Sagen wir mal im Schnitt 5 Gold. Dann sind das 40 Gold, wo ihr dann für 1000 Arbeitspunkte gut macht. Und dann könnt ihr euch wieder neuen Arbeiterlohn kaufen. Und ja, und habt dann eigentlich immer so eine kleine Rundreise, wo ihr dann spielen könnt. Ich versuche das mal so ein bisschen von der Zeit her jetzt aufzuschlüsseln. Wenn ihr eine Reise macht von, ich rechne jetzt hier Capsolis, zeige euch das mal, nicht Capsolis, sorry, von Akum Iris bis nach Mahadevi,
Reist ihr von Arkom Iris durchs Tigergratgebirge und dort bis zum Stadt der Türme. Macht diese Strecke so circa mit dem Esel, ja, so knapp 15 Minuten aus. Na, nicht einmal. Vielleicht 10 Minuten, je nachdem, wie hoch euer Esel ist. Sag mal 10 Minuten im Schnitt. Dann habt ihr hier nach 10 Minuten 4 Gold verdient. Dasselbe macht ihr wieder zurück. Wenn ihr noch Bananen habt und Trockenblumen, dann sind das nochmal 10 Minuten. Habt dann 20 Minuten 8 Gold. So, wenn ihr das dann hochrechnet, in der Stunde sind 24 Gold in etwa, die ihr die Stunde macht. Ja, und dann, den Rest könnt ihr euch recht zusammenrechnen, sind 24 Gold die Stunde mit 6 Paketen. Habt ihr 30 Gold gemacht, könnt dann eventuell euch wieder einen Arbeiterlohn kaufen, die könnt ihr erst nach 12 Stunden wieder dann benutzen. Könnt inzwischen neue Materialien anbauen und kommt dann so, zugegeben, manchmal recht mühselig, aber auch so könnt ihr euren Bonus dann entsprechend zusammenspielen. Na, hier kriegt man hin. Ja.